Und willkommen zurück, Leute. Season 3 geht weiter. Und Stone ist mit an Bord im TS, nicht im Spiel, aber wir werden jetzt gleich ganz, ganz viel quatschen über Ark und Arkhöhlen und Ark-Instanzen. Und ich habe übrigens einen von meinen Wölfen gekillt und habe hier den Wolf Kopf auf den Kopf gezogen. Damit ich mir eben warm habe in schöne Bullenhitze. Was haben wir eigentlich für Bullenhitze im Moment? 17 Grad. Ist doch okay. Oh, es leckt gerade. Es leckt wieder. Oh, es fängt wieder an zu lecken. Ich mache mal ganz kurz hier bei mir was aus, damit es nicht so leckt. So, okay. Und heute werde ich mal nicht irgendwie unterwegs mal irgendwas schlachten, fressen, töten oder zähmen. Ich werde mal versuchen, mal meinen Balkon hier mal weiterzubauen. Den habe ich ja irgendwann mal angefangen, bis hier gebaut. Und dann habe ich angefangen, diese Mauer hier zu bauen mit diesen... Das sind hier Mod-Bauteile, jetzt ist ein kleiner Quader und das ist eine Hearthstone. Und dann habe ich da drin irgendwann meine Stromleitung verlegt und irgendwann hat sich dann das ergeben, dass ich dann nicht mehr weitergebaut habe mit dem Balkon. Und das werde ich jetzt heute machen. Ich wollte nämlich hier mit dem Balkon noch eine Rampe runterbauen, die irgendwie hier runter geht. Muss ich mal gucken, wie das klappt. Dafür brauche ich aber, glaube ich, meinen... Ich habe übrigens das alles schon mal was vorbereitet. Ich habe hier Wooden Sellings, dann Rainforge Wooden Ramp, CS Stone Pillars, das sind alles so Mod. Ich glaube, sind diese Rainforced? Mod, ja, Advanced Mod. Ist auch Advanced Mod, ne? Und die Stone Pillars sind ganz normale Stone Pfeiler, nur das CS bedeutet eben, dass man die auch abnehmen kann. Das ist im... Eine feine Sache. Das ist eine feine Sache. Da muss man wenigstens die Sachen, wenn man was verbaut, nicht nochmal abreißen und dann die ganzen Sachen nochmal neu craften. Ich nehme jetzt erstmal hier. Ich habe eigentlich mit dem Stone gewettet. Er wollte ja unbedingt die Instanz. Ich zeige es euch mal ganz kurz auf der Karte, damit ihr wisst, welche ich meine. Okay, ich muss ganz kurz mal ranzoomen. So. So. Lade die Karte, bitte lade die Karte. Irgendwas hat ja Probleme mit dieser Scheißkarte. Also, ich drehe mich mal so um. So sieht man es am besten. Ihr wisst ja, wo der Stone seine Base hat. Ihr wisst vielleicht, wo wir das... wo wir die Blockhütte im Norden haben, wo Mama Mia das Mammut steht. Wo wir auch diese kleine Blockhütte haben, wo wir eigentlich die Pinguine mal ausbrüten wollten. Da ist ja diese Instanz, die ziemlich schwer ist und... Diese Instanz, der Storm wollte sie immer alleine machen und ich habe ihm immer gesagt, wir wetten, dass du es nie schaffen wirst, weil das ist eigentlich die schwerste Instanz, glaube ich, im Spiel. Und er hat es gemacht. Er sieht zwar ungefähr so aus, ich zeige euch mal den ganz kurz, unseren Tribe Manager. Tot. Aber er hat es geschafft. Er hat die Wette gewonnen. Nicht schlecht. Ich bin echt stolz auf dich. Aber nur ein bisschen. Aber ein bisschen. Ich will jetzt sagt, nicht. Oh, er konnte schon wieder nicht warten. Er konnte nicht warten, aber echte. Aber hast du gut gemacht. Ich muss mein Haus ja fertig schmücken. Mit deiner. Mit. Das ist, glaube ich, letzte oder vorletzte? Letzte. Ich habe alle jetzt. Er hat alle. Er konnte mal wieder nicht warten. So, ich werde jetzt mal hier ganz kurz ein paar Pillars setzen. Und was eine Sauerei ist, eigentlich kriegst du eine Errungenschaft, wenn du alle Artefakte hast, aber die habe ich nicht bekommen. Du musst. Das, du musst alle haben, das heißt so gesehen auch die von Scorch Earth. Ja, das ist leider zu. Wenn du jetzt zum Beispiel, es gab damals, wie heute auch noch, aber damals war das eben mit, wenn du alle Tiere gezähmt hast, kriegst du diesen Master Tamer oder sowas ähnliches, heißt der, glaube ich, oder sowas. Master of Disaster. Und das habe ich damals erhalten, weil es ja mal damals nur The Island gab. Und die Tiere auf der Island und fertig. Jetzt durch Scorch Earth musst du auch die Scorch Earth Tiere mit dazu gezähmt haben, glaube ich. Soweit ich das weiß. Ich meine, ich hätte das mal. Man kann das doch, glaube ich, sehen. Man kann doch hier Survival Profile. Kann man den hier lesen? Kann man gar nicht aufmachen. Hier, Scorch Earth, siehst du? The Island und Scorch Earth. Das sind jetzt nur Survival Profile. Hier steht, you unlock the disease of each of Arks. Internal Special Means. Ein von Arks. Oh ja. So. Ich werde aber jetzt währenddessen wie weiterquatschen. Wie hast du das eigentlich hinbekommen? Erklär nochmal. Alleine da durch die Instanz.
Für die Leute, die es wirklich interessiert. Was? Ja, ich habe mir halt einen Grappling Hook geschnappt, dann Raketenwerfer in Lila hatte ich einen, den hatte ich dann aber, verloren und dann auch nur noch einen grün. Und dann noch einen Waffle, diese Advanced Waffle. Luke und habe in Lila. Dann bin ich rein, da habe ich ungefähr 300 Rockets hergestellt, Munition. 1000 Rifle Munition. 400 von diesen Grabbing Hooks. Und bin dann halt damit reingegangen. Hab dann halt Grabbing Hook den Weg gesucht, den bestmöglichsten, wo die wenigsten Tiere sind. Die erste Hälfte ohne Feindkontakt durchlaufen. Und dann die nächste Hälfte habe ich mich halt durchgeschossen und durchgehangen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat die fliegenden Viecher weggeschossen zuerst, dann an die Decke gehangen. Und dann die an den Boden weggemacht. An den engen Stellen. Also die letzten ein Viertel. Davor habe ich ungefähr 30 Stück verballert, indem ich einfach zur Wand geangelt habe. Die Tarzan. Einfach so wie Wand zu Wand geschossen. Ding, ding. Kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Verdammt, ich schütze. Übrigens, das, was der Stone gerade erzählt, das könnt ihr auch ganz normal machen. Auch wenn wir Mods auf dem Server haben, heißt das nicht, dass das nicht gemacht werden kann. Das ist nämlich alles Standard, was der Stone da macht. Und oh, es gibt ja einige böse Zungen hier immer im, in den Kommentaren, die schreiben ja immer, ihr seid scheiß Cheater, ihr habt irgendwie was und ihr habt diese Einstellung vereinfacht. Man sollte das so sehen, wir haben jetzt, wir sind ja schon in Staffel 4. Das ist jetzt Staffel 3, Scorch ist Staffel 4. Und wir sind über, ich weiß nicht, wie viele Folgen sind das jetzt? 650, 600. Deswegen ist die Server-Einstellung vereinfacht. Für uns, für Season 3, weil wir hatten echt keine Lust mehr, wie in Season 1 über 260 Folgen jeden einzelnen Stein zu schlagen, jeden einzelnen Baum zu farmen. Das musste ein bisschen schneller gehen. Wir wollten ja nicht, wir wollten jetzt nicht wie jahrelang kleine Holzbaracken bauen. Es sollte ein bisschen schneller gehen, damit eben ein bisschen mehr die Spannung an diesen Sachen verloren geht am Farmen, aber eben das mehr Spaß macht am Bauen. Und ich würde es euch aber nicht empfehlen, wenn ihr das erste Mal Ark spielt, macht euch nicht diese die Feineinstellung so wie wir es haben. Jetzt kann ich hier nichts bauen. Sondern spielt auf der Standardeinstellung. Die Standardeinstellung ist immer besser, wenn ihr das erste Mal spielt. Wir haben natürlich jetzt, wir haben natürlich schon viel zu viel hinter uns. Wir wollen jetzt nicht nochmal wieder irgendwas zähmen, zu 10 Stunden da rumsitzen oder sowas. Das muss bei uns ein bisschen schneller gehen. Bei uns ist das, wir jetzt mal sagen wir, als High-Level-Spieler oder eben als Langzeitspieler motivieren wir uns dann eben nicht mehr mit dem 2-3 Stunden lang an irgendeinem so T-Rex zähmen, sondern eben, wenn wir die Tiere dann ein bisschen sammeln und große Gehege bauen, große Basen bauen und sowas. Das ist das unser Ziel eben. Wir bauen dann eben so. Jetzt habe ich das Ding schon wieder scheiße falsch gesetzt. Ich krieg diesen blöden Quetzal nicht. Ich mach das lieber wie in Minecraft. Ja, der Dex hat auch Minecraft gespielt. Ich habe dann bei Minecraft immer, um ein Gerüst zu bauen, habe ich natürlich immer ganz viel Sand oder Erde dabei gehabt. Und dann habe ich das Gerüst da gebaut. Und dann den Stein oder was ich dann Holz, was ich da verbauen wollte. Das kannst du hier nicht machen. Das geht mir so auf die Nerven, ey. Und mein Kürzer ist so schnell. Jetzt mal gucken, ob das klappt. Ach, leck mich doch an der Arschbacke. Mist. Ich habe ja gestern Eisen nachgefarmt gehabt. Und da geholt okay. Habe ich in meine Smithy 10.000 Eisen reingetan. Die habe ich heute verballert gehabt. Boah. Das Lustige ist, ich war heute Mittag online, hat mir auch Eisen geholt, aber nicht viel. Es waren nur noch 10.000 da. Ja, ich konnte nicht so viel tragen. Mach mal. Wer soll das denn bei mir tragen können? Hallo? Ein Quetzal dahin. Mit jeweils einem Quetzal habe ich 10.000 geholt. Da siehst du. Oh Mann, ich komme da nicht dran, ey. Ich bin einfach zu weit weg immer. Ich hasse es, mit dem Quetzal zu arbeiten. Das ist was für ein Dirk. Für den Grey Fox, der arbeitet da immer so ganz gerne mit dem Quetzal. So, jetzt. Komm, komm. Nein. Jetzt sind wir da zurück. Komm, nicht doch. Ja, jetzt war's richtig. Jetzt war's richtig. Komm, komm, komm. Komm, komm. Leck mich doch am
Setz das mal richtig. Wer ist nicht richtig setzen? Ich werd verrückt hier. Komm, setze. Einmal habe ich es richtig gehabt, kurz. Komm schon. Du hast doch H1Z1 King of the Kill, ne? Ja, habe ich. Das müssen wir mal. Jetzt hat er es wieder richtig gesetzt. Jetzt. Nein! Okay. Da war es wieder richtig, da war es wieder richtig. Jetzt. Perfekt. Das müssen wir mal zusammenspielen. Hm. Wenn die Leute, wenn ihr jetzt H1Z1 kennt, vielleicht. Das habe ich ja. Ach, irgendwo, glaube ich, einer meiner ersten Let's Plays sind H1Z1 Folgen. Wenn der Stone bereit dafür ist, dann glaube ich, werden wir mal ein paar Folgen einfach mal so ein PvP King of the Kill machen. Wird ein bisschen lustig sein, uns abschießen zu lassen. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch hier gerade. Ich bin irgendwie zu doof, gerade eine Rampe zu bauen. Sex, kann es sein, dass du heute in meinem Gehege warst? Hast du da aus Versehen gepfiffen? Nein. Bist Nein. du sicher? Ganz sicher. Warum? Wenn ich pfeife jetzt. War alles auf neutral. Kann das sein, dass ich das gestern gemacht habe, aus Versehen vielleicht? Ich bekomme online alles durcheinander. Flugtiere, Pinguine sind draußen. Nee, ich habe wirklich nicht gepfiffen. Ich bin hier in mein Gehege angekommen und habe außersehen auf meine Taste, die Pfeife-Taste hier. Diesmal weiß ich nicht. Irgendwas kriege ich hier gerade. Ich mache gerade irgendwas falsch. Wieso kriege ich da jetzt nicht? Und das Schöne ist, in der Höhle habe ich ja eine Kiste gelassen mit einem Set und da ist eine Blueprint für einen gelben Mammutsattel drin. Oh, das ist schlecht. Habe ich da Case gefunden, direkt daneben. Habe ich aber so, mache ich direkt hier die Kiste hin, beim nächsten Mal, wenn ich sterbe. Bist du gerade in der Nähe? Bin bei mir in der Base. Komm mal ganz so schnell hier vorbeigeflogen. Ich muss mal ganz kurz an deinen Rat haben. Irgendwie gerade grabe ich das nicht, warum ich das nicht auf die Reihe bekomme, hier einen Pillar zu setzen. Du bist Moment. Ja Mr. Pillar. Oh, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gesetzt. Sind das Rampen? Wooden Ramp. Ist doch richtig, verstehst du? Die ist auch voll schräg. Warum sind die so mega schräg? Dann warten, ich bin gerade auf der Klutschkugel. Jo. Reinfahren. Ist nicht leicht, irgendwie so eine Rampe hier hochzubringen. Oder bis da drunter zu bringen. Ich finde, wir haben das ja schon vereinfacht. Ein bisschen extremst. Im Farmen, aber trotzdem so viel Steine habe ich noch nie in meinem Leben gefarmt wie hier auf dem Server. Und ihr wisst ich ja, wie ihr wisst ja, wir haben ja mal 25. Das bedeutet, es kann bis zu 25 Steine beim Aufheben passieren, dass man die ins Inventar bekommt. Das bedeutet, wenn ihr natürlich, also das heißt, wird multipliziert. Mann, jetzt regnet es, ich brauche keinen Regen. Sogar welche schneit. Natürlich wird das multipliziert, das heißt, wenn ihr einen Stein aufhebt, dann habt ihr mal 25, können bis zu 25 sein. Und wenn ihr Stein weghaut, sind nicht immer, glaube ich, 25. Ich habe, glaube ich, letztes Mal 10 aufgehoben. Warte mal kurz, ich teste das. Der Grave hat mir das letzte Mal auch nochmal gesagt gehabt. Die Wahrscheinlichkeit auf sehr gering. Guck mal ganz kurz, da ist ein Stein. Komm hier. Oh, jetzt wollen wir testen. 50! Ah ja. Wieso das denn? Weil Multiplikatorfehler. Hä? Ja, mal 50 irgendwie. Haben wir mal 50? Ja, irgendjemand hat das aus Versehen hochgestellt. Ich weiß nicht wer. Die Einstellung eben ein bisschen buggy, weil zum Beispiel Stamina haben wir ein bisschen hochgestellt. Das hast du mich. Ah, du hast mir das letzte Mal gesagt, ob das ein bisschen buggy ist oder. Ja, ja. Das sind 50 werden aufgehoben. Warum das denn? Steine buggy, dann aufsammeln buggy, die Staminas buggy. Manche Werte stimmen nicht mehr, wie sie am Anfang waren, obwohl sie nicht verändert sind. Also das müssen wir wieder. Also 50 ein bisschen zu. Also was heißt viel? Bei uns ist interessiert das sowieso jetzt nicht mehr. Aber das ist ein bisschen blöd, wenn man dann einfach mal so ein bisschen rumläuft und was farmt, dann hast du dann direkt 200 Steine in der Tasche. Das ist ein bisschen blöd. Also fürs Gewicht eben. Ah ja, ich habe hier irgendwo meine. Den Ultradünger geklaut vom wer ist er denn? Vom Witte. Vom Witte. Wo habe ich den Ultradünger denn reingetan? Ich habe ein Tier drin gelassen. Ja, in irgendeinem Tier. Mit welchem Flugsaurier war das? Tapejara, glaube ich, war das, oder? Mhm. Die Frage ist nur, wo ist mein Tapejara? Wo ist mein Tapejara? Hat sich den nicht letztes Mal irgendwie jemand geborgt?
erschreckst du mich gerade. Kommen Sie mal runter mit deinem. Und bevor jetzt wieder jemand fragt, Mod. Du siehst wieder hässlich aus. Diese Farbe, die der Stone draufgetan hat, das ist keine Mod. Das könnt ihr bei euch auf dem Standard, ganz normalen Standard-Arc auf dem PC. Achtung, nicht Konsole. Ich weiß nicht, wie es in der Konsole geht. Da fragt mich das am besten gar nicht. Auf dem Standard, ganz normalen Arc könnt ihr das auch machen. Ihr müsst einfach nur immer, es gibt dafür Skin-Dateien, die könnt ihr runterladen. Und den müsst ihr dann in einen Arc-Ordner reinschieben und fertig ist die Sache. Und dann einfach auf das Tier mit dem Pinsel drauf streichen. Wo bist du denn jetzt hin? Ja, an der Tür. Ach, du bist doch draußen, wollte ich gerade sagen. Hast du nicht gestern noch eine andere Farbe gehabt? Bin gestorben. Und vergessen mit den Klamotten. Ach so, okay. Habe ich verloren. Komm uns mal her. Also. Ach, Dex, du hast schon mitgekriegt, dass sie die Revanche kommen. Bis Clown. Ja, ich weiß, der Automat hat schon sein Schwert wieder zurückgeholt. Du musst noch was anderes. Was hat er sich? Die Bärenfalle vor deiner Haustür. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wo die ist. Ich heb sie dir mal auf. Nee, nicht aufheben. Wo ist sie denn? Direkt hier, wo ich stehe, unter mir. Und wieso kann ich da nicht? Aber wir sind. Ach ja, wir sind ja in einer Tribe jetzt, also wir sind in einer Allianz. Das war ja damals nicht, das haben sie ja danach noch gefixt, ne? Könnt ihr jetzt einfach kaputt machen? Earthrap. Dauert 10 Sekunden. Ach ja, lass mal stehen, ist ganz gut. Kann ich mir die Füße kratzen, meine Hornhaut an den Füßen. Also, ich wollte jetzt hier eine Rampe so. Dann sollte jetzt eine Ceiling kommen und die nächste Rampe nach links, dann eine Ceiling. Warum nicht? Du kannst an einer Rampe unten keine Ceiling dran setzen. Also ich kann jetzt nur noch eine weitere Rampe machen, oder was? Könntest ein bisschen tricksen, indem du hier das Ceilings nach oben machst. Also einmal nach der Stelle, wo du die andere Ceiling hast, runterbaust. Dann auf der Unterseite noch Ceiling, an der Ceiling dann Pillars nach unten setzt und von da aus dann wieder weiter. Ach so. Genau. Geradeaus. Dann zwei Wände nach unten. Ups, muss man kürzer. Oh Mist, der war doch gerade genau richtig geparkt. Ach so, meinst du das? Pass auf, lass mich das mal ganz kurz verstehen. Aber ist denn der Pillar denn auch in der richtigen Länge? Musst du nach ganz unten ziehen, ist schon klar, aber. Testen wir mal. Ja. Knochen mal kurz brechen. Das heißt. Steh doch mal, Mann, bremst doch einmal! Nur einmal sollst du nur bremsen, blödes Riesenvieh hier. Jetzt aber noch ein Stück Schnur. So, jetzt aber. Stopp! Perfekt! Also, du meinst. Hier, wo ich stehe, an der Ceiling hin. Ach so, nee, ich hätte jetzt eigentlich so gedacht, pass auf. Ich hätte das so gemacht. Ach so, meinst du das? Nee. Geht das nicht? Kann ich dir jetzt nicht eine Ceiling. Oh nein, 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 nein. Pass auf. Leg das mal in deinen Kürzel rein. Helf dir mal ein bisschen, wie ich das meine. Warte mal, ich will mal, kannst du das testen? Ja, so kann man das doch auch machen. Guck mal, pass auf. Ich weiß, wie du das machen willst, und das Problem ist, dass es dadurch vielleicht verschiebt. Position. Meinst du? Also, ja, ich kann jetzt da unten. Ja. Ich kann zwar hier eine setzen. Es gibt insgesamt in deiner Position also 3 bis 4 verschiedene Snap-Points für deine Ceiling. Okay, man macht gerade nur eine Einziehung, das ist ein bisschen blöd. Gleich wieder unten. Weil jetzt gerade. Hier, ich tue dir mal ein paar rein. Und Pillars. Pillemanns. Fällt noch was? Hol ich kurz. Hm? Was brauchst du? Bände. Halbwände brauche ich nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, in The Center und auch in The Season 1 habe ich das auch nicht hinbekommen. Dann habe ich das einfach mal Pi mal Daumen so gerade so mit so einem. Achso, hast du abgemacht. Da, wo ist das jetzt hin? So. Aber das ist zu tief, glaube ich, oder? Ach, der ist so schnell.
glaube ich. Der ist zu tief. Warte. Ach so, du willst jetzt... Aber das ist doch, glaube ich, zu tief, dieses Setting hier vorne, oder nicht? Für die Schräge, für die Rampe. Oh boy. Oh boy! Ich geh mal unten. Hast du noch Pillars? Ja, ich hab alles. Guck mal welche rein. Flieg mal hoch. So, dann quetsch mal rein. Oh, ich komm zurück. Oh, ich komm. Nein! Boah, ich bin gleich tot. Ich bin da vorbeigesprungen. Warte doch mal. Ja, mach das mal mit. So, ich habe noch drei. Davon noch was und hiervon was. So. Das ist ja auch mal eine Geburt, sowas zu machen, ne? Echt. Eine schöne Wende. Ja, der kann da nicht stehen. Ich wollte nicht stehen, ich wollte eine Sekunde runterfallen lassen. Bist du runtergerutscht? Nein, nicht pfeifen! Ich kann doch fliegen, Mann. Ich komm wieder. Steck mal kurz ab. Richtig. Um eine Schräge zu bauen, was man da alles machen muss, ey. Normalerweise braucht man von. Aber ich wusste nicht, dass man an der Wand zwei Wände tiefer auch eine Ceiling setzen kann. Das ist mir neu. Echt? Ja, das wusste ich nicht. Das ist gut. Drei Wände tief. Vor allem die Fliege. Sieht ja aus jetzt hier. Und jetzt kommt jetzt kommt noch die Rampe. Aber ich glaube, die Rampe, ist das hier so steil? Ah, jetzt kommt, also genau, die geht nämlich unten durch dann, ne? Hm. Ja, so war's. Aber ist gut. Ist gut, perfekt. Und das gleiche. Oh, oh. Ja, hatte ich das Problem gerade auch. Ich bin gerade auf dem Flügel oder was? Ich weiß, ja. Hui. Hui. Schnell hier weg. Oh, das wird echt was. Jetzt muss ich das nach links setzen. Genau. Und jetzt nach vorne und wieder nach links und wieder nach vorne und dann wieder nach links. Mehr oder weniger so. Ja, nach links. Nee, jetzt muss er wieder runter. So. Das sollte genau da, wo jetzt bist, wieder runter. Oh mein Mann, ey, der Vögel geht mir auf die Eier. was für ein Quatsch, ne? Was man dann bauen muss. Normalerweise baust du ja von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Nein, eigentlich nicht. Die Technik ist, sagen wir, ist so gemacht, genau. Die ist gemacht dafür, dass man von unten nach oben baut. Aber man baut doch auch nicht hier irgendwie, keine Ahnung, das Dach von einem Haus als erstes und danach die Mauern. Ich fange doch erst oben an und dann orientiere ich mich. Du baust auch als erstes dein Haus und dann orientierst du dich von dort aus nach unten. Wenn du von unten Richtung dein Haus baust, kommst du ja nie auf die gleiche Stelle an, wo du hin möchtest. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee, ist klar, aber... Bisschen bescheuert. Hätte man ein bisschen einfacher machen können. Aber wenn man das wenigstens so umgehen kann, geht das ja noch. Aber jetzt muss ich ja wieder mit dem Quetzer wieder Wände ziehen, ne? Ja. Hast du ein paar Wände dabei? Ja, hab noch ein paar. Das sind abbaubar, also... Musst du dir unten noch eine abnehmen, die ist da noch dran. Jo. Ach du Scheiße, ey. Ach, wir haben keine. Ich habe keine Pillars mehr. Ja. Hm. Ich gehe mal ein paar Pillars. Bist du gerade unterwegs wieder? Ich habe irgendwas gehört. Ja, ich bin wieder unterwegs. Bist du weg? Okay. Aber wenigstens. Noch gerade was bauen. Wenigstens habe ich das nochmal gesehen. Gut zu wissen. Ja, es gibt einige Tricks damit. Und wenn du jetzt siehst, der Pillar ist nicht zu sehen. Du siehst, der ist nicht zu sehen. Aber das kommt davon, weil ich die CS habe, oder? Nein. Es kommt davon, wo du anfängst zu bauen. Wenn du unterhalb etwas nach. Wenn du von oben den Pillar setzt, siehst du den Pillar. Wenn du den Pillar von unten setzt, siehst du nicht, weil du einen anderen Snapbind nimmst. Okay. Oh, deswegen baust du erst den Boden und dann den Pillar. Darum nach von nach unten. Wenn du zum Beispiel zuerst mit dem Pillar anfängst, den Pillar hochsetzt, dann den Boden drauf. Dann guckt er mal oben raus. Hm. Oft. Wo ist er jetzt hin? Wo ist mein.
fucking Quetzal hin? Ich hab einen Pfiffen, oder? Ich hab keine Ahnung, wo der hin ist. Ich hab keinen. Ja, ich hab einen Pfiffen. Wo ist denn hin? Hä? So verliert man einen Quetzal. Nein, nein, au, au. Nein. Ich bin schon viel zu oft hier runtergefallen. Ich kenn das. Das machen meine Knie immer mit. Wo ist mein scheiß Quetzal hin? Warum habe ich jetzt einen dritten Quetzal hier? Na, ich kann nicht fliegen, mit dem ist zu schwer. Wo ist eigentlich mein Tapijara? Ich verstehe das alles nicht. Wo sind meine ganzen Tiere hin? Rot. Ja, ich wollte machen, muss vielleicht mit meinem Chima. Du hast, glaube ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du meinen Quetzal mitgenommen hast. Nö, habe ich nicht. Nehme ich entpfiffen. Sag mal, sehe ich den nicht? Ich glaube, der ist bestimmt irgendwo direkt neben mir und sehe den einfach nicht. Also ich. Hä? Wo mein Quetzal hin? Nö, hier ist kein Quetzal, weit und breit. Scheiße, wo ist mein Quetzal hin? Da hinten? Was macht der denn da? Was macht der im Arsch der Welt? Hä? Wo ist er denn? Weißt du, wo dieser kleine Torbogen, dieser Steintorbogen ist mit diesem schönen Baum oben drauf? Ja, ich sehe ihn. Weißt du doch, er wollte landen und wenn er landet, dann dauert es immer ein bisschen länger, bis er landet. Nichts zu machen. Nichts zu machen. Da, es gab übrigens noch eine kleine Diskussion, ein bisschen eine Frage. Kann man Frage dazu sagen? Eine, oder eine Anschuldigung? Ist eine Entschuldigung, dass wir den Server zu leicht, die Tiere zu leicht eingestellt haben. Das ist falsch. Die gegnerischen Tiere sind übrigens auf schwer gestellt. Das heißt, Maximum Level. Ich glaube, Maximum ist 120, ne? Nein, man kann es auf 120 stellen, man kann es aber noch hochpimpen auf über 200. Kann, 300. Aber das wäre dann nicht mehr die Standardeinstellung, oder? Also Standard schwer, ja. Es gibt was Standard schwer ist hier 120. Also 120, gibt's Standard leicht, Standard mittel, Standard schwer. Gibt's aber Mittel? Mittel gibt's glaube ich auch, ne? Aber ich... Ab 90. Was? Ja. Und kannst ja einen Kommentar aber auch noch, wie man das einstellt und wo. Aber da hinten und da vorne kann man das einstellen. Ich würde es ja gerne beantworten, aber ich bin nicht an den Server-Einstellungen tätig. Da schreibt mir gerade die Sky. Die Sky, die kennt ihr vielleicht noch von The Center beim Let's Play Together. Die schreibt mir gerade auf Steam. Gute Nacht, da schreibe ich mal ganz kurz zurück. Gute Nacht. Oh, die ist schon offline. Dann eben nicht. Dann eben gute Nacht hier immer. Schreibt gute Nacht und geht sofort raus. Was soll man denn da machen? Ich hasse es, mit dem Quetzal zu arbeiten. Machst du noch auf Speed? Ich will Minecraft wieder zurück. Ich will Minecraft spielen. Wer will mit mir? Ja auch anders arbeiten, du kannst ja auch noch mit Grappling Hook arbeiten. Ja klar, noch behinderter. Wer will mit mir Minecraft spielen? Der erhebe die Hand und schreibt hier ich Minecraft in die Kommentare. Ich will mit ein. Ich hasse es vom Quatsch zu fallen. Ich will nein, ich will. Ah, jetzt nein, doch, oh, oder so. Oh. Nein, oh, doch. Komm jetzt endlich, komm zu mir. Doch, oh. Ihr seht, das ist total einfach, was ich gerade eben vorhatte, so eine Rampe zu bauen. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Warum kommst du jetzt nicht? Komm doch bitte. Was macht er denn? Sag mal, muss ich bis zu dir nach Hause laufen und damit. Oh Gott. Das geht auch schnell. So, jetzt müsste ich eigentlich. Scheiße, einmal gedrückt und der ist 10 Meter höher. Nehmen wir auf den neuen Quetzal, der leichter ist. Ja, ich hab mir auch gerade überlegt, ich zähle mir jetzt 9 oder so. 3 neue.
Mindestens. Mindestens. Aber du sagst, ich kann echt mal einen neuen Quetzal machen. Ja, wir müssen mal einen neuen Quetzal machen. Bauen wir jetzt mal eine Quetzalhütte. Ja, nicht, was immer so blanko sind. Ja, gar nicht. La 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 la. Oh, sehe ich natürlich nicht, wo ich den hier wieder setze. Ja, war schon richtig beim Doppel. Nicht bewegen. Jetzt. Okay, perfekt. Natürlich kann ich den jetzt nicht so da durchbauen, oder? Doch, kann ich wohl. Nein, kann ich nicht. Kann ich wohl? Ja, nein, kann ich nicht. Aber, ja. Boah, ich baue mir jetzt gleich wirklich irgendein Gerüst hier hoch. Einfach so ein Gerüst nach oben. So, jetzt aber. Das haben wir übrigens bei dem Let's Play, Explosiv-Let's Play, wo wir die Waffen testen. Da habe ich das gemacht. Da haben wir ja extra so eine Base auf dem Felsen gebaut. Und man konnte auf diesem Felsen einfach nicht hoch ohne Tiere, also ohne Flugtiere. Dann habe ich dann erstmal so ein Gerüst da hochgebaut, um da oben die Plattform zu setzen, und das Gerüst wieder abgerissen, um dann die Plattform von der Plattform eben runterzubauen. War ein bisschen kompliziert, aber es hat geklappt. Okay. Man weiß ja nie. Boah, ist das scheiß kompliziert hier, Mann. Das ist echt nur was hin und her. Müsste ich doch eigentlich, ja. Einige von euch haben mir auch geschrieben, ihr möchtet mal wieder ein Tutorial sehen und oder hier und das, was mit Tutorial oder Guides zu tun hat. Macht euch keine Sorgen, es werden wieder neue kommen. Es werden neue kommen. Stone und ich, wir tun uns unsere grauen Zellen anstrengen, damit wir was Tolles Neues dazu kommt. Wie baut man eine Rampe mit Decks? Komm schon, jetzt aber. Ihr seht, man kann hier nämlich dimmerlich machen, das wäre nämlich die ganz normale Stonewall, und wir haben einfach hier Pickup, und dann gibt's einfach ab in die Tasche und ist alles wunderbar. Irgendwas mache ich jetzt gerade falsch. Irgendwas falsch. Na also, okay. So schön. Muss das alles noch zwar ein bisschen verschönern. Da mache ich, glaube ich, irgendwie. Na, vielleicht mache ich da irgendwie so eine Art Verkleidung dran. Ich kann ja hier zum Beispiel so eine Mauer bis nach unten ziehen. So. Dann sieht das gar nicht so schlecht aus. So, ne? Kann man doch so lassen. Man sollte sich auch Zeit nehmen. Wo ist eigentlich mein Quetzal? Den habe ich da oben hingepackt. Ich müsste, glaube ich, auch mal eine Rampe nach hier machen. Mal sehen. Alles machen kann. Was man alles machen kann, wenn man das kann, und wenn man es kann. Irgendwas ist hier bei dir anders als bei mir. Warum ist mein. warum ist deine Rampe so groß? Hä? Habe ich denn jetzt anders gemacht? Weil man es anders machen kann. Ach klar, da. Muss ich jetzt noch vorbeikommen? Nein. Stone. Nein. Stone. Stone, bitte. Wir machen jetzt noch einmal hier nach vorne. Und dann werden wir mal gucken. Ich finde es aber schon ganz gut. Gefällt mir. Also diese Mod, diese Rain, wie heißt das? Rainforged. Sind die vom Primal Plus? Oder sind das irgendwie einfach andere? Fertig. Ich weiß das gar nicht. Es gibt doch Primitive Plus. Gibt's da auch so welche Bauteile, so ähnliche. Soweit ich das weiß. Soweit ich das weiß.
Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Primitive Plus ist, guckt doch mal, bevor ihr das Spiel startet, wenn ihr in dem Menü seid von Ark, dann steht ja unten rechts, kann man da so einen kleinen Pfeil drücken. Ich weiß nicht, wie es bei der Konsole ist, also wenn das nicht bei der Konsole sein sollte, steinigt mich bitte nicht. Unten rechts, dann gibt es noch so einen kleinen Pfeil, da klickt man drauf, dann öffnet sich noch so ein kleines Menüfenster, da könnte man The Center auswählen. Da müsst ihr jetzt nicht immer The Island spielen. The Center und dieses Primitive Plus. Primitive Plus ist eben eine Conversion Mod, eine offizielle Mod. Das gehört zum Spiel mit dabei. Das bedeutet eben, das Spiel hat erstmal andere Bauteile, nicht nur diese Bauteile, die wir jetzt hier sehen, sondern es geht auch darum, ist eben, wie man schon hört, primitive, es geht ein bisschen primitiver zu, es gibt keine Shotguns, es geht eben alles nur wirklich primitiv. Ich glaube, das höchste der Gefühle ist eine Longneck Rifle, soweit ich weiß, aber das ist wirklich dann schon das höchste, das Ultra, Nonplusultra von allen von dem Forschungsbaum, den es eben gibt. Ich muss ja, glaube ich, wieder hochlaufen. Da haben nämlich die Entwickler auf einige Spieler gehört, weil die geschrieben haben, oh Mann, auf dem Server gibt es eben schon die tollsten Future-Waffen. Das wären jetzt hier diese Shotguns oder Sniper-Gewehre. Und bald sollen ja diese Tech-Tiere dazukommen, also wirklich so richtige Laser... Ultrawaffen. Ja, Ultrawaffen und Laservisiere von den Tieren. Also finde ich ein bisschen nicht so toll, aber für die Leute das Endspiel eben schon erreicht haben, das wären wir jetzt. Dafür soll das eben gedacht sein. Und die sollen ja auch super schwer zu bekommen sein, aber ich bin jetzt nicht so der Fan davon. An Quetzersattel hast du ja links eine ganz kleine Kante. Um den Rand. Gerade vorm Sattel von Quetz. Da kann ich gerade eine Foundation dran sitzen, so quer, also von unten nach oben. Okay. Wie das so aussehen würde. Wenn es auch wirklich nippen würde. Du testest das gerade, oder was? Ja, ich sehe das gerade beim Hin- und Herflattern, dass es wieder aufbaut, dass ich so eine Seite angeblich setzen könnte. Ich glaube, ich mache gerade was falsch. Aber das ist eben so. Ja. Irgendwas mache ich gerade falsch. Warum mache ich das eigentlich so gerade? Warum mache ich das so? Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Nach vorne? Zur Seite oder hier runter? Wo muss ich hin? Wer bin ich? Was bin ich? Ich glaube, das wollte ich gar nicht so machen. Wer bin ich? Kann man die auch nach vorne setzen? Nee. Ich brauche ja sowieso hier einen Pillar, glaube ich. Nehmen wir den Pillar jetzt so. Boah, wenn der Quetzal immer hin und her schwingt, ne, dann kann man echt nichts bauen. Nein! Wer ist das? Baby Speedy Bean Level was killed. Speedy Bean? Was ist das? Ah, von Wixi, die haben kein Essen. Ich bin davon Hunger. Also sind die bei mir im Gehege oder was? Also hier vorne, die sind im Gehege? Ja, ja. Bei Wixilon. Dann flattern sie mal hin und geben den Arm mal was zu essen. Ich bin schon dabei hier erstmal. Ich fülle mal die Tiere. Mann, schon wieder ins Wasser gefallen. Hopp. Schon wieder. Ich will nicht nach oben fliegen. Geh mal nach oben, Mensch. So, jetzt aber. Jung. Oh, hier ist so. Mann! Bindung. So. Wo ist denn der Futternapf? Weißt du das rein zufällig? Irgendwo unten. Da frage ich jetzt nicht genau wo.
Tja, wo ist der Futternapf? Wer weiß, wo der Futternapf hier ist? Tja. Wo ist der scheiß Futternapf? Ich hab keine Ahnung, echt. Bin hier in Einzel. Ja. Hä? Für den Nerv, wo bist denn du? Dude. Ey, Dude, wo bist du? Dude. Ey, Mann, wo ist denn mein Auto? Was ist denn das für eine Kiste hier? Ach so. Nein, die Tür geht zu. Ich hab keine Ahnung, wo die Scheiße ist hier. Weißt du, was ich mache? Dumm. Was habe ich denn heute mit dem Runterfallen andauernd? Ich falle die ganze Zeit runter. So, jetzt gehe ich nochmal auf meinem Quetzal und bringe die alle zu meinem Boot. Da habe ich einen Futternapf. Aber es ist kein normal, es ist normaler, kein elektronischer. Mein Gott. Schweinerei. Report. Total primitiv. Primitiv. So, kann man denn hier drin? Oh, ganz viel Gammelfleisch. Das darf ich aber nicht sagen, sonst kommt nämlich der Stone hier angeflogen und nimmt mein ganzes. Ich wollte nochmal 70 Stück hergestellt. Wenn der so wieder welche vorbeibringen. The Raft. Raft. Cruisen, cruisen. Super, der folgt mir ja. Genauso wollte ich das eigentlich haben. Ich habe mir gerade schon gedacht, ich bin jetzt gerade mit dem Boot gestartet. Scheiße, jetzt muss ich darüber schwimmen. Und zack, habe ich das so gestellt, dass der scheiß Quetzer über dem Wasser auch noch stehen bleibt. Komm doch zu mir, Mann. Was ist denn los, ey? Hallo, nimmst du mich mit? Jetzt aber wieder zum Bauen. Leute, wir sind glaube ich schon, ja, wir sind schon über 40 Minuten. Das ist schon wieder so eine lange Folge. Ich werde das jetzt mal hier alleine Stück für Stück zu Ende bauen. Ich muss jetzt keine zweite Folge daran setzen und ich mache auch daraus jetzt keine 50-minütige Folge ist sonst zu heavy-dish. Lieber eine 60-minütige. Sonst müsst ihr Mittagspause 50 Minuten machen. Das geht ja mal gar nicht. Was soll denn der Chef sagen? Der Kanal muss verboten werden. Mit. Ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz für euch, für mich. Werbung einblenden. Werbung. Kaufen Sie jetzt auch die Reling. Sie sieht wunderbar aus. So, das mache ich nicht zu. Das lassen wir auf. Na, 9. Kann man eigentlich zumachen? Könnte ich zumachen? Ich glaube, ich... Lass ich offen. So sieht das doch schicker aus, ne Leute? Da kann man so runtergehen. Aber das ist natürlich jetzt blöd gemacht. Wir hatten den Scheiß hier wieder gemacht. Ich. Dick, dick, dick. Klaus, Klaus, Klaus. Naja. Erstmal so. Nein, scheiße, Quetzer habe ich wieder auf Folgen gestellt. Oh Mann, ey. Hängt ja irgendwo hier im Haus. So, Leute, ich gehe jetzt auf meinen Quetzer. Oder er geht auf mich. So, komm mal hier. So. Ich baue jetzt mal hier das Dingens weiter. Ich gucke mich hier irgendwie raus. Ich baue jetzt hier das Dingens mal hier weiter, die Rampe. So sieht es im Moment aus. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Und das Endprodukt werde ich euch dann in der nächsten Folge mal zeigen. Oder auch nicht, wenn ich jetzt die Schnauze voll habe und alles abreiße. Haus. Das Spiel, ey, Mann, wo ist mein Haus? Spiel deinstallieren und pack meinen alten Gameboy aus und spiel 8-Bit-Spiele. Gameboy ist sowas Neues? Ja, ich könnte auch sagen, ich pack mein Amiga aus, Amiga 500. Habe ich jetzt nur noch Pillars? Ich habe keine Pillars mehr. Die gehen mir auf den Pillermann. Okay, Leute, das war's, Leute. Ich werde das hier mal zu Ende bauen, das die Baustelle, die nie zu Ende wird. Und
wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann irgendwann mal weiter. Wir wollten ja eigentlich auch nochmal in diese Instanz, die der Storm jetzt gemacht hat, alleine. Aber wann wir das machen, das wissen wir noch nicht. Bis dann und tschüssi, tschüss.